Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eigentlich hätten wir hier eine inhaltliche Debatte führen können. Aber den Rassismus, den Sie hier gerade zum Ausdruck gebracht haben, den lehnen meine Fraktion und die gesamte Koalition ab. Es gibt keine sogenannten Geflüchteten. Sie nutzen sich hoffentlich auch irgendwann ab. Wir schlagen uns heute auch mit den Folgen von Bankenskandalen, an der die CDU irgendwie auch beteiligt war, und den Folgen auf unsere Infrastruktur herum. Und ich denke, dass Sie sich da so ganz geschickt aus der Verantwortung lavieren wollen, Frau Bentele, das gelingt Ihnen auch nicht. Ich wollte auch nur mal sagen, bei den Kitas, da gibt es natürlich kein Kooperationsverbot, weil die Gesetzgebungskompetenz da beim Bund liegt. Das ist der Unterschied. Und lebenslanges Lernen für Omas und Opas gibt es auch nicht. Wenn Sie 30 sind und 2 Jahre als IT-Fachkraft nicht gearbeitet haben, da haben Sie sehr wohl auch einen Fortbildungsbedarf. Deswegen ist lebenslanges Lernen für alle Lebenslagen wichtig. Und deswegen unterstützen wir das auch. 2006 wurde das Kooperationsverbot im Grundgesetz verankert. Ich habe das bis heute nicht verstanden und das ist auch eindeutig falsch verstandener Föderalismus. Wir Grünen haben das auf Bundesebene immer als falsch angesehen und haben das, und es hat auch zu gravierenden Nachteilen in der Bildung geführt. Und leider haben wir auch Recht behalten. Der Bund hat zum Beispiel die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und ratifiziert. Das war richtig und fällig und damit wurden aber auch Länder und Kommunen intensiv verpflichtet und dies kostet auch viel Geld. Aber der Bund darf sich an den Kosten des Ausbaus der Inklusion in Schulen nicht beteiligen und das muss sich ändern und daran arbeiten wir als Rot-Rot-Grün. Dass die Zusammenarbeit vor allem im Bildungsbereich mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt, ist für mich sowieso schon schlüssig. Aber selbst die Verweigerer sollten doch mittlerweile mitbekommen haben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Nicht umsonst wurde das Kooperationsverbot im Wissenschaftsbereich 2014 gelockert, nachdem jahrelang Universitäten, Hochschulen und Zivilgesellschaft dafür gekämpft hatten. Schade, dass es im Schulbereich noch keine Bewegung gab. Es wird Zeit, dass aus Berlin das richtige Signal kommt und unser Bundesland den Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit unternimmt und der Bund seiner Verantwortung nachkommen kann, sich am Umbau und Ausbau der Schulen für das 21. Jahrhundert zu beteiligen. Wir wissen alle, dass wir in der Berliner Bildungslandschaft vor großen Herausforderungen stehen. Es geht dabei auch um viel Geld. Und diese Koalition hat deshalb auch im Nachtragshaushalt zusätzlich 100 Millionen Euro für Schulen hinterlegt und wird die Besoldung von Grundschullehrerinnen verbessern. Und wir werden weiter die im Koalitionsvertrag beschlossenen strukturellen, personellen und qualitativen Vorhaben umsetzen. Diese Koalition gibt in Berlin mehr Geld aus für die Schulen, für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt. Wir sollten uns insoweit alle hier im Hause doch einig sein, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Folglich sollten wir in Bildung noch mehr investieren, als es uns auch derzeit als Land trotz der guten finanziellen Lage möglich ist. Viel zu oft sind wir in den vergangenen Jahren nicht vorangekommen, weil hier und da das Geld fehlt. Das sehen wir doch nirgends besser als an dem massiven Sanierungsstau an den Schulen und der Herausforderung, alle Kinder inklusiv beschulen zu können. Wir müssen den Bund endlich wieder mit in die Verantwortung nehmen. Für uns Grüne braucht erfolgreiche Bildung vor allem Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Wir wollen alle Kinder und Jugendlichen in Berlin bestmöglich fördern. Es geht um qualifiziertes, gut ausgebildetes und motiviertes Personal an unseren Schulen, um Ganztagsschulplätze, um das Ganztagsprogramm umzusetzen, inklusive Beschulung, die Förderung von Kindern in Willkommensklassen und den Übergängen in Regelklassen. Da haben wir alle gemeinsam viel zu tun. Wir packen das als Rot-Rot-Grün an. Doch nicht nur Berlin, sondern in ganz Deutschland hängt gute Bildung noch immer viel zu sehr vom Geldbeutel der Eltern ab. Wir Grünen wollen nicht, dass dies entscheidend für den Bildungserfolg ist, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kooperationsverbot muss weg. Es geht dabei nicht darum, die Kompetenzen des Landes abzugeben und dem Bund den Schulbereich zu überlassen, sondern die Verantwortung gemeinsam wahrzunehmen. Danke.